Ja, Belgien ist die nächste Station und hier wollen wir natürlich wieder mal gewinnen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Die ersten neuen Autos der Saison 2020 werden langsam enthüllt, aber wir fahren natürlich die Saison hier noch zu Ende, bis es dann irgendwann vielleicht mal so ein Spiel geht. Man weiß es halt auch nicht, was die nächste Saison bringt. Aber jetzt erstmal komplett auf McLaren. Wir haben noch einen guten Vorsprung, also alles ist noch enter Load. So, fahren wir jetzt erstmal auf jeden Fall rein ins... Gehen wir rein ins freie Training und hoffen wir mal auf ein gutes Wetter. Mal gucken, wie es bringt, was es bringt oder wie es wird. Naja, schauen wir mal. So, Wettervorhersage fürs... Ach, Qualifying und Renntrocken. Sehr schön. Gefällt mir. So, besser als Platz 9 müssen wir auf jeden Fall werden. Aber wir können wieder entwickeln. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Okay, dann haben wir das entwickelt. Was haben wir denn hier überhaupt? Die Rolldämpfer, die Reifenabnutzung. Sehr schön, das ist immer ganz wichtig. Gut. Dann gehen wir rein ins erste freie Training an diesem neuen Rennwochenende. Hallo und willkommen auf dem Circuit des Spa-Francorchamps zum ersten Training für den Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende. Die Strecke in Spa ist eine der legendärsten Strecken im Rennkalender und die Eau Rouge eine der berühmtesten Kurven in der Formel-1-Geschichte. Nicht mehr so extrem gefährlich wie früher, aber immer noch eine echte Mutprobe. Die Eau Rouge war Schauplatz einiger unglaublicher Momente im Laufe ihrer Geschichte. Ich erinnere mich da an Mark Webbers wagemutiges Überholmanöver 2011 gegen Fernando Alonso. Alle Zuschauer hielten den Atem an, als Webber den mehrfachen Weltmeister mit 270 km/h auf der Außenlinie überholte. So. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Du hast das zweite Freitraining, ein leichtes bisschen verregnet, aber jo, okay, mein Belgien. Wo haben wir denn das Setup? Gut. Dann fahren wir mal raus und gucken mal, was drin ist. Hier im ersten freien Training. Wollen natürlich hier wieder gewinnen. Mal wieder. Da zwei Rennen mit Deutschland und mit Ungarn. Da wir ja nicht gewonnen haben. Jetzt war wieder Zeit, dass wir hier was reißen. Vor den Rundenanzahl einer der kürzesten Rennen. Von der Rennlänge her einer der längsten Rennen. Ich glaube 7,5 Kilometer hat diese Strecke. Also diese Runde. Da fährt man so 1,40 rum. Unser Ziel ist es, in der morgigen Qualifikation natürlich wieder ein besser Platz 9 zu qualifizieren. Und dann haben wir halt unsere Vorgaben erreicht, die wir vom Team bekommen haben, um die weiteren Entwicklungspunkte zu kassieren. Ja, Ungarn wäre tatsächlich vielleicht sogar noch ein Plätzchen mehr drin gewesen, also Platz 5. Wäre sogar noch ein bisschen weiter nach vorne gegangen, wenn man an den Autos noch vorbeigekommen wäre. Aber Ungarn ist so eine Strecke, der ist so schwierig zu überholen. Das ist hier deutlich anders. Mal gucken, was hier drin ist am Ende. Aber hier mal wieder was gewinnen. Nächste Woche noch Italien und dann ist Europa abgearbeitet. Aber natürlich wollen wir hier erstmal komplett auf dieses Rennwochenende konzentrieren. Hier in Spa-Francorchamps, direkt an der Deutsch. Belgischen Grenze, also soweit ist es nicht. Erste Rundzeit Nico Hülkenberg, aber da sind wir schon mal wieder weit runter, 3,5 Sekunden. Aber liegt auch daran, dass wir Medium fahren und die halt die harten fahren.
So, wir sind wieder zurück in der Runde. Das ist die neue Bestzeit 48.8. So, ist eine der mutigsten Kurven hier. Jo, ruhig hoch. Und jetzt hier die ganz lange Gerade. Und dann geht's hier in die nächsten Kurven. Ja, schon klar. Klar, die Strecke frisst natürlich den hohen Vollgasanteil. Sehr, sehr viel Sprit. Und wir sollten mal ein bisschen auf die Cops achten, nicht so wie in Ungarn. In Ungarn waren wir letztendlich chancenlos. Was die vorderen Plätze betrifft, haben wir gesagt, Platz 6. Ja, vielleicht wäre noch ein Plätzchen gegangen. Platz 5 wäre noch drin gewesen, aber Platz 6. Mir war halt nicht letztendlich. Weil wir einfach nicht vorbeikamen, man leckt ja. Wie gesagt, das dürfte hier anders sein, wenn wir die Speed haben, müssten wir eigentlich hier locker vorbeikommen können. Aber mal schauen, was das freie Training bringt. Es wird jetzt wahrscheinlich immer eine neue Bestzeit werden, 48.5, wenn alles gut läuft. Sogar 48.3. Ich glaube, schon ist groß. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Weber und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wenn es immer Platz 1 und Platz 6 fürs Team. Ah, der Weber, der wird nicht stärker immer noch. Boah, das haben wir 20 ist auf... mit den Softreifen, aber ich glaube, der ist im Lasten gefahren tatsächlich mit dem Reifen. Hätte ich nicht gedacht, dass der so schlecht ist. Aber... man kann sich ja noch steigern. Gut. Gut, das war zumindest das erste Ferrari-Training und jetzt gehen wir direkt mal rein in die zweite. So, mal das Nasse hier überspringen. Damit wir direkt im Trockenen weitermachen können.
dann gehen wir jetzt mal rein auf die Strecke. Bei noch gut einer Viertelstunde Fahrzeit. Wieder auf dem Medium. Diesmal fahren wir ja am letzten Versuch. Gasly, 1,52,4. Hülkenberg hat 51,9, eine halbe Sekunde nochmal. Hinter uns ist aber noch Mercedes, aber jetzt müssen wir mal unsere Zeiten setzen. Mal gucken, ob wir die knacken können, die da oben. So, gleich die erste Zwischenzeit. 1,1 vor dem Renault. Sieht so aus, als könnten wir hier wieder Wörter mitreden um den Sieg. Was vielleicht der zweite Sektor bringt. Die Zwischenzeit da vorne. Drei Sekunden. Die hält nicht lange die Zeit. With that, you're now currently the fastest in this session so far. Ah, mal gucken. Ich will schon von dem Auto da vorne mitnehmen. Danke fürs Vorbeilassen. So, das könnte neue Bestzeit werden. Zweiter Sektor sagt ja. Schön anbremsen hier. In der Bus-Stop. Da wird es nochmal besser werden. 48,2,3. Ja, 48,2. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Perez und Nico Hülkenberg. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1.
So, Training 2 durch. Gehen wir noch rein ins Training 3. So. Dann los. Auf. Mal gucken, was die Soft so raushauen. Zumindest mal eine pinke Zeit im ersten Sektor. Der Sektor ebenfalls. Mal gucken, was er was hat. Was war eben Matten? 43 oder 44 irgendwas. War glaube ich, ne? 1,51 von der Spitze. So, nochmal eine Zeit setzen. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Ich glaube, zweiter Sektor zeigt rot. So, hier komme ich immer gut rum.
wieder mal. Violett. Nee, schon klar. Die Benzinmischung habe ich im Blick. Zu setzen. Das kann aber auch werden. Das haben wir. Gut. Dann haben wir das sehr deutlich alles vorne geschafft. Darf gerne morgen so weitergehen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Verstappen und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Jo, das war's mit dem Training. Bleibt wunderbar und verändert, trocken und dann tschüss.